einem fesselnden Werk, von einer Oper, die gute Chancen habe, nicht in der Ablage zu verschwinden, sprach die internationale Presse nach der Uraufführung von Georges Benjamins Oper Written on Skin bei den Festspielen von Aix-en-Provence im Juli 2012. Die vielfach auch anderenorts nachgespielte Uraufführungsproduktion löste allenthalben Begeisterung aus. In der Oper Bonn ist nunmehr die erste Neuinszenierung des Werkes durch das Regieteam Alexandra Cemeredi und Magdolna Paditka zu sehen. Die Handlung zeigt uns einen reichen Landbesitzer, der einen Künstler zu sich nach Hause einlädt, damit dieser ihm ein illuminiertes Buch kreiert, das die gewaltsamen Aktionen unter seiner politischen Herrschaft in Bildern festhält. Gleichzeitig aber auch die friedvolle, heimische Ordnung, die er sehr genießt, für die Ewigkeit dokumentiert. Und verkörpert wird diese Ordnung von seiner Frau Agnes, ihrer Bescheidenheit und ihrem kindlichen Gehorsam. Die Entstehung des Buches wird jedoch zum Katalysator rebellischer Gefühle der Frau. Sie nutzt ihre neue und auch intime Verbindung mit dem Künstler, um den Inhalt des Buches selbst zu beeinflussen, indem sie ihren Mann zwingt, sie so zu sehen, wie sie wirklich ist. Written on Skin besitzt eine Musik von hoher Ausdruckskraft, erlaubt es dem Regieteam, ein weites Feld von Assoziationsebenen entstehen zu lassen, beschreibt die verstörenden Konsequenzen der Selbsterkenntnis und untersucht die Grenzen der Macht, die ein menschliches Wesen über ein anderes haben kann.